Cinemate me. Now. Da schlafe ich. Servus. Schön, dass ihr mich besuchen kommt. Ich darf euch mein Haus vorstellen. Zuerst darf ich mal mich vorstellen, aber ich würde vorschlagen, wir gehen mal anders hin, gell? Ja, ja. Das freut mich, dass ihr da seid. Was soll ich denn jetzt zwang? Okay, am besten wir fangen mit meinem Schlafloch an. Also. Da drin schlafe ich. Da ist schön finster da drin. Naja, Totenstille ist auch, wenn man zumacht. Perfekt für mich. Dann würde ich sagen, gehen wir zu meinem Hof. Ja, das ist gleich da drüben. Es ist halt so, in der Nacht ist da immer schön ruhig. Aje, was ist denn da? Mein Gott, diese Touristen. Immer kann ich Müll zusammenklammern. Es ist nicht lustig. Ja, was das Schöne da ist, man hat einen wunderschönen Ausblick. Ein wunderschönes Panoramabild. Jetzt können wir dabei beobachten. Der versucht, das kleine Kind zu fressen. Aber ich glaube, er traut sich nicht so recht. Das ist der Schnurli. Das ist meine Katze. Ach so, deswegen frisst er nicht. Weil du noch weißt, ich verstehe. Gut, schauen wir mal ein Stückchen weiter. Jetzt, weil die Sonne untergeht, ist natürlich besonders schön. Da müsst ihr aufschauen. Ja, da müssen wir auch aufschauen. Das ist der Turm. Ihr müsst einmal kommen, so um Mitternacht herum. Da ist spannend. Und meistens treffe ich mich mit der Anna dann da oben, weil da haben wir einen super Ausblick und das ist nämlich ein Stückchen weg von da drüben. Was da drüben passiert ist, das erzähle ich euch gleich. So, jetzt sind wir auf dem Weg zur Annakapelle und zum Jungfernsprung. Ganz berühmt der Felsen, da ist sie runtergekopft, die Anna. Da sieht man meine Burg von der anderen Seite. Schön groß, gell? Für das, dass sie allein da waren. Tada! Da ist die Kapelle. Sind wir schon da? Ah, da seid's! Ja, ich denke, da ist ein schönes Platz. Und da können wir unser Interview führen. Sag einmal. Ja, das ist die Annakapelle. Von der habt ihr auch schon was gehört. Aber das erzähle ich euch später. Jetzt seid ihr heute bei mir da. Ja, dann möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin der Todwart Sensenmann. Aber ihr kennt mich am besten in meinem Spitznamen der Tod. Den Job, den habe ich ganz, ganz lang gemacht. Ich weiß gar nicht mehr. Viele Jahre lang. Jedenfalls habe ich am 3. September 2081 das Ganze hingeschmissen. Das war mir einfach schon zu blöd. Das Ergebnis war dann halt eine totale Sonnenfinsternis und das Universum ist zusammengebrochen und was der Teufel was soll's. Also die Burgruine Gösting, die gehört keinem, die habe ich für mich genommen. In der Nacht ist sowieso fast kein Mensch da. Ja. Jedenfalls, da im Wald wohne ich, bei der Burgruine, und
Ja, dann wollte ich sehen und es gefreut mich, dass ihr besuchen gekommen seid, beziehungsweise ich habe euch ja eingeladen. Ja. So weit, so gut. Das nächste Video wird auch bald einmal kommen. Ich werde euch viele schöne Sachen da in Graz zeigen, weil mir gefällt es da in der Steiermark so gut. Ja, und ich genieße halt meinen Lebabend oder Todabend. Ja, Todwart. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Grüß euch. Servus.